Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich werde heute mein Haus ein bisschen weiterbauen. Der Robert, der ist hier. Hallo, macht er die Tür von meiner Nase zu? Der ist ja auch schon fleißig am Gange in der Welt und hat auch ganz, 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 ganz viel bei sich gebaut. Und deswegen komme ich bei mir gerade mal so ein bisschen. Denken wir aber heute nicht. Makaber vor. So ein bisschen schäbig, weil es geht bei mir irgendwie nicht weiter. Scheiße, ich habe keine Schaufel, doch hier. Ich muss mal hier das den Shader mal rausmachen, dann sehe ich hier nichts. So ist besser. Das finde ich ganz cool. So, ich will mal mein Haus hier weiterbauen. Ich brauche noch eine Küche. Und da ist mein Plan gewesen. Ich werde hier einfach mal mich so reinbohren und reinbauen. Aha, da sind wir raus. Okay. Da ist oben. Nicht zu weit hoch. Ja, das ist so mein Plan für heute. Ich weiß nicht, was Robert noch vorhat. Keine Ahnung. Nix. Ach, doch so viel. Wie die richtigen Poden mitmachen. Beim Arbeiten zusehen. Ja, Arbeiten macht Spaß, ne? Wenn man zugucken kann. Richtig, richtig. Oh, ach, da ist ja, ein Huhn ausgebüxt. Das ist ja mein. Das ist ja mein Eingang nach unten, ne? Lol, scheiße. Na egal, irgendwas lassen wir uns einfallen hier. So, komm mal her, dann bauen wir hier erstmal weg. Müssen wir erstmal eine Runde abreißen. Und wir bauen und basteln und basteln und bauen. Wie war denn dein Tag heute? Was hast du so erlebt? Ich war heute arbeiten. Alter, ich habe am Wochenende, meine Tochter zieht ja aus von zu Hause. Und da haben wir am Samstag eine Waschmaschine für sie holen wollen. Und das Geile war, ich nehme die Waschmaschine und will die in den Lieferwagen reinpacken. Von meiner Oma war das eine Waschmaschine. Die haben wir jetzt einfach an meine Tochter vererbt, weil meine Oma, die ist im Pflegeheim. Da wäscht also keiner mehr. Und dann hebe ich diese Waschmaschine an. Haben wir zum Auto rausgebracht und sowas alles. Und dann hebe ich diese Waschmaschine an. Und ich denke mal, ich habe mir die fetteste Muskelzerrung reingezogen, die es überhaupt gibt in der Welt, Alter. Ich konnte meinen Arm Samstag und Sonntag nicht bewegen. Alter Braten. Das hat geknatscht und geknistert da im Arm an den Muskeln. Kennst du das Geräusch, wenn du Luftpolsterfolie zusammenrollst und dann zerknisterst? Nein, aber ich kenne Muskelfaserriss. Na, Muskelfaserriss war es nicht, aber so hat sich das angehört. Wie als wenn du so eine Luftpolsterfolie zusammenrollst und dann zerknistern lässt, diese kleinen Luftkügelchen da platzen lässt. Alter, ich hab gedacht, mir zerreißt es mein Arm. Ey, so widerlich. Na, hat der Samstag, Sonntag hatte ich natürlich keinen Arm. So überhaupt keinen Arm. Das ist so das ähnliche Gefühl, wenn der Arm eingeschlafen ist und du dir noch den Musikantenknochen stößt. So ein Gefühl war das. Ganz widerlich. Und da war ich heute auf Arbeit und das war nicht angenehm damit. Aber heute Abend irgendwie, seitdem geht's. Da kann ich ganz gut mit leben. Nur ich kann noch nicht fest zufassen. Geht. Alter Schwede, ey. Eins der widerlichsten Erlebnisse, die man jemals hatte. So, dein Pferdchen hat ein neues Outfit. Mein Pferdchen? Habe ich ein Pferd? Ja. Dein Hühnerstall? Ach ja, Truhen hast du gebaut. Muss ich ja noch zeigen. Ja. Hier sind nämlich ein paar mehr Truhen drin. So, ich brauche Metal. Heavy Metal! Dass das nicht mehr so möglich aussieht bei dir. Bitte was? Naja. Das war hier super ordnungsgemäß aufgeräumt. Wenn ich das sehe hier, Sandglas, Farben. Ja. Der Sandglas, Farben, Kiste ist nicht einmal Glas drin. Ach, Sand. Ja, wieso? Das ist doch meine Ordnung. Ja, das du weißt doch, wer Ordnung hält oder wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Richtig. Ja. Bin ich auch. Also, von daher läuft der Hase. Ja, das wird die Küche hier. Einzig und allein. Und oben drüber das Badezimmer. Geil! Aber ich weiß noch nicht, was ich für Möbel baue und so. Ich will noch mal gucken. Es gibt da so einen Hinsetzmod, ne? So eine Modifikation, dass du dich auf die Bänke auch setzen kannst. Oh, gute Frage. Ich will noch mal gucken, ob ich das irgendwie hier in den Server eingebaut kriege. Das ist eine gute Frage. Dann kann man sich nämlich mal ganz in Ruhe hinsetzen, mal in Ruhe ein Schnacken und schön Kaffee trinken.
So, das wäre der erste Streich. Jetzt muss ich nur gucken, lasse ich das hier offen oder mache ich das zu? Und baue mir das woanders rein. Die da. Treppe. Ja. Wohin geht die? In deine Mine? Die geht runter in irgendeine Mine, glaube ich. Ja, dann würde ich dann einen anderen Gang bauen. Aber ich habe ja eigentlich schon... Ich kann das auch zumachen hier. Richtig. Würde ich auch tun. Ich habe ja eigentlich noch einen anderen Eingang nach draußen. Von außen allerdings. Allerdings. Mittwoch gewinnst du, ne? Bisschen duster hier. Wieso? Weil ich nicht da bin, deswegen. Und deswegen gewinne ich, weil du nicht ja. da bist. Ja. An Erfahrung, was mache ich hier eigentlich? Ein Kreislauf. Das weiß ich auch noch nicht. Ich wollte meine Küche bauen. Ich fange schon wieder 1000 Sachen an. Das ist so ein bisschen chaotisch. Wie eigentlich auch so mein Leben. Chaotisch. Chaotisch. So, pass mal auf. Dann machen wir den mal noch weg. Und dann können wir eigentlich... Hui! Ich darf mit der Schaufel nicht anfangen. Wieso nicht? Kriegst du dann einen Schaufelwahn? Nee, aber die ist so... Oh! Hallo! Hier ist ja Redstone. Ach, für den Keller. Ja. Na, hast du was kaputt gemacht? Nö. Ich hab nur ein Loch gebuddelt. Ja, das war klar. Mach da meine Küche, mein Fußboden hier kaputt. So, apropos Fußboden, was verbaue ich denn hier als Fußboden? Holz in der Küche ist, aber das muss ja zum Haus passen irgendwo, ne? Pass auf, dann machen wir wieder Holz. Das bleibt dabei. Wir bleiben dabei, wir machen Holz. Mediterran soll es sein. Eichenholz. Machen wir Eichenholz. Oh, meine Mulle kommt mich besuchen. Ja? Schwarzeichenholzbreta. So, das müssen wir auf jeden Fall noch haben. Und dann brauchen wir das noch. Und dann können wir ja eigentlich schon mal loslegen. Fundament bauen? Sockel bauen? Nö. Ja, du nicht. Ich weiß, aber ich. Das muss dir ja gefallen. Das heißt, so, wenn du Fundament sollte, bauen willst, dann bauen Fundament. Nee, ich sollte mir erstmal meine Aussicht hier nicht verbauen. Weil ich will ja rausgucken. Den Baum. Nehmen wir weg. Scheiße, den muss ich wegnehmen. Ich wollte es eigentlich da lassen, aber ich muss es wegnehmen. Ist sonst doof. Kann ich nämlich nicht rausgucken aus meiner Küche. Huch. Blub, 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 blub. 16 mal Schwarzeich habe ich. Wird es auch so 20 haben? Da liegt sie. Danke. Danke. Ja, rein hier. Ich muss es mal so ein bisschen verstecken, dass man das nicht so sieht, wenn man hier so aus den Fenstern guckt. Das hat Dreck ist. Trage ich hier nochmal so ein bisschen Erde ab. Miezekatze, setzen Sie sich hin. Ich sitze doch schon. Ja, jetzt. So, dann wollen wir erstmal die Schönheitskur machen hier. Damit das Ganze auch ein bisschen ordentlich aussieht, machen wir. Erde. Ich habe so viel Scheiß im Inventar. Deswegen habe ich hier mehr Kisten hingestellt. So, was mache ich hier mit dem Loch? Ich mache das zu. Ich mache das ganz einfach zu. Richtig. Vielleicht baue ich mir doch nochmal irgendwie einen Keller draus oder so, werden wir sehen. Aber im Moment brauche ich es weniger.
Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Genau so. Nicht. Huch, hier geht's runter. Jo, hätte mal schubsen können. Hui. So. Dann können wir hier noch die Deke bauen. Und da noch. Also das sollte kein Statiker sehen. Wieso? Das läuft doch. Na klar hält das. 1A ist das. Als Dachdecker AD weiß ich, wie sowas läuft. So, das machen wir weg. Dann können wir ja eigentlich diesen Scheiß hier auch abtragen. Ganz so tief. Pass auf, Scheiß. Creeper! Ja, danke. Warum schlägst du mich denn zurück? Ey, super. Mann. Ich denke, hupf da hoch, dass du wegkommst. Da haut er mich zurück. Alter. Tut mir leid. Ja, sagt man ja so. Na, Gott sei Dank habe ich so ein bisschen Erde. So viel zum Thema Küche bauen. Küche wegspringen. Ach so. Der kommt da hin. So, aber ich habe es ja auch schon in einer der vorherigen Folgen angekündigt, angesagt. Ey, jetzt rennt er hier wieder vor. Ich muss leider einen Sandstein holen. So, man muss hier auf jeden Fall vor den Creepern so ein bisschen Schutz bauen, weil das nervt. Das nervt ohne Ende, dass diese Scheißviecher hierher kommen. Und einem wirklich alles mal so ohne Wenn und Aber zerschießen, ey. Wie weit willst du runter machen? Super safe gebaut. Ja, ich will das hier schon so auf eine Ebene haben. Solange wie ich aber noch keine Zäune habe, lasse ich da vorne die beiden stehen. Dass hier im wildesten Fall die Creeper nicht mit hochkommen können. Oh, diese blöde Schovel. Schovel? Na, meine darf ich dir nicht geben. Bitte zeig mal rum. Ist er schon weg? Ich bin schon weg. Brauche eine neue Schovel. Komplette Ebene wird's weg haben? Ja. So. Unverhaft vor allem. Dahin. Ist weg. Danke. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, was haben wir. Stein haben wir da drin. Brauche ich Stein? Ja, Stein brauche ich. Ja, für den noch. Stein. Sieht nach normalen Stein aus. Jo. So. Das meine ich. Zack. Macht ja nichts. Au! Er macht bei mir mein Haus kaputt und dann haut er mich. Ey, Arschloch. Ich hab dich zweimal gehauen. Und dabei das Haus kaputt gemacht. Unglaublich. Oh, ich liebe die. Unglaublich. Ich liebe die Schippe. Effizienz 4 geht so durch Erde durch wie Butter.
Na gut, du wühlst ja auch den ganzen Tag wie so ein armer Irrer, ne? Muss man ja dazu sagen. Du hast also ja gar nicht. Ist ja nicht so, dass der Halo hier nur doof rumsitzt. Der ist wirklich den ganzen Tag wie ein armer Irrer am Basteln. Seht ihr nicht, was ich gebaut habe? Wir verraten aber noch nichts. Doch, sieht gut aus. Warst schon fleißig. Ich hab da noch einen See hingesetzt. Gebaut. Den hat er nicht gesehen. Oh. Nee, da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet, auf den See. Ich habe halt nur, war nur erstaunt, dass du da so viele Einwohner jetzt hast. Ja, die rammeln wie die Hühner. Karnickel, meine ich. Wie die Karnickel. So sieht es zumindest etwas einheitlich aus. So, dann müssen wir wieder außen rum. Was macht eigentlich diese Spinne hier schon wieder? Ich glaube, ich spinne. So. Na gut, den Rest mache ich von unten. Den Rest mache ich von unten. Hä? Da muss ich oben gucken. Ich dachte... Wo hängt der denn noch fest? Warum geht denn der nicht kaputt? Wer? Der Baum hier. Ist da noch irgendwo ein Ast drin? Nee. Nee, nee. Das ist festgewachsen, weil du hier so ein Schwarzeichenholz hast. Pappelapapp, da wächst nichts fest. Extra eingeschmiert. Eingeschmiert und eingeschmiert. Gehört zum Inventar. Genau. Tut. Ich machte so schön die Erde weg und er haut sie da wieder hin. Ja, wegen der Creepy-Pipis. Ich muss erst noch einen Zaun bauen und so lange habe ich jetzt mal so ein Provisorium da hingesetzt. Weil jetzt kommen die, habe ich die Hoffnung zumindest, die blöden Creeper hier nicht mehr her. Oh, ich muss futtern. Futtern, lieber Muttern. So. Aus welchem Film ist es? Warte, spiel an die Zuschauer. Futtern, wie bei Muttern. Futtern, wie bei Muttern. Ich muss den Fußboden ja noch ausheben, fällt mir dazu auf. Ein kleiner Tipp an die Gemeinschaft. Ein Pixar-Film. Pixar? Ja, ich glaube Pixar, ne? Der mit der... Pixar ist der mit der Lampe, wo die Lampe vorher da irgendwo richtig rumspringt. Ja. So, ich schaufel mir einen ab hier. Hättest du auch meine Schaufel nehmen können? Stein. Zack, zack, zack und zack. Nö, ist doch schon in Ordnung. Ich musste hier nochmal den Fußboden raushauen, der jetzt drin war, dieser Steinboden. Weil da will ich ja Holz reinmachen. So einen klassischen, hölzernen Futzboden. Huch. So. Und auch wenn ich es nie wollte, aber hier benutze ich... Ach du Scheiße. Hier benutze ich... Ach du Scheiße. Lasse ich diese Steinstufe da drin oder mache ich sie raus? Mach raus. Raus. Sieht scheiße aus, ne? Ich auch nicht von... Hä? Kommt denn das her? Von der Küche zum Wohnzimmer Laminat und genau zwischen der Tür lässt du dann eben halt Linoleum. Nö, aber Stein. Marmor. Genau. Für mehr Geld hat er nicht erreicht. So, na das ist doch mal genial. Und was machen wir jetzt hier für Wände rein? Machen wir überhaupt Wände rein? Ich würde sagen nein. Ja doch, hier vorne muss auf jeden Fall Fenster. Wände, würde ich gerade sagen. Ich sag, machen wir ausschließlich Fenster hier, ja, ne? Schöne helle Küche. Ich glaube, wir machen mal ausschließlich Fenster, aber diesmal keine getönten. Ich wollte ja eigentlich weiße Fenster reinmachen, aber das sieht bestimmt scheiße aus. Weiße Fenster finde ich nicht schön. Die wirken eher grau anstatt weiß. Weißes Glas.
Ha, das ganze Inventar ist voll grün. Da ist grün. Bäume. Kohle und Pflanzen. Sand. Sand habe ich nicht. Ich muss mir wirklich mal irgendwie gucken, dass ich hier so ein olles Drecksloch da mache. So wie ich habe eine Verbrennungsanlage. Mhm. Baue ich die? Notfalls. Die willst du mir verkaufen? Nö. Gib's umsonst. So viel Erde brauche ich hier nicht. Das Granit kann weg. Noch mehr Erde, noch mehr Erde. Falls sich einer fragt, warum ich gerade so angestrengt gucke, da in dem Bildschirm, da ist gerade ein weißes Fenster auf. Das werde ich auch das nächste Mal wieder zumachen. Das blendet nämlich so volle Kanone Melone. So, dann kann der Fußiboden nämlich auch wieder weg. Zack. So, und dann nehmen wir uns... Doch, irgendwo habe ich auch schon so ganz viel Glas gemacht. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Glasscheiben. Ich glaube, ich werde nur Glasscheiben reinbauen. Das ist bestimmt cool. Dann will ich nochmal gucken hier mit weißem Glas. Mit wem spielst du das schon wieder? Mit mir selbst. Läuft? Wer die letzte Eurotruck-Folge gesehen hat, ja. Flachwitze und so? So, Flachwitze, ja. Verbogen mit unendlich Munition, endlich. Läuft, der macht meine Küche kaputt. Die spawnen noch wieder. Irgendwann. So, ditte wäre jetzt weißes Glas. Ich mach mal ganz kurz hier den Shader wieder an. Also. Das sieht echt doof aus. So mit Shader sieht wirklich doof aus. Okay. Dann nehmen wir den wieder raus, den Shader, und machen da Normalski. Nee, das sieht doof aus. Dann machen wir doch normales Glas rein. Das mache ich nicht. Das war schon so. Der hat nicht geschossen. Jetzt machst du Shader wieder an, dann guckst mal. Ja, weil ich glaube, das sieht besser aus. Aber ich muss erst nochmal neue Glasscheiben machen. Die Spinne, die geht mir so ein bisschen auf den Keks, weißt du das? Wo ist die? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo da. Hier muss eine Spinne sein. Jagen. Ich glaube, ich spinne. Spinni, spinni, spinni. Ah, okay. Ach so, ja, so. Natürlich. Warum nicht, ne? Hier in den Kopf. Ich mache mir den Shader nochmal an und dann sieht das bestimmt deutlich geiler aus. Ja, würde ich sagen, wenn die Welt sich doch ein bisschen schneller nachladen lassen würde. Alter, schwere Sprache, ey. Durch die Sprache, schwere Sprache. Nee, doch, das machen wir. Das machen wir hier überall hin. Machen wir Glasscheiben. Soll ich das bis auf den Boden bauen oder nur hier vorne? Jetzt wird es gerade wieder so mega finster, ey. Jo. Das ist aber normal im Shader. So. Ich überlege mir, ob ich hier diesen Balken wegnehme, dass ich hier eine komplette Flucht habe, aber das wäre auch blöd, ne? So ohne, ganz ohne Hausfundament ist auch scheiße, oder? Ja. Finde ich zumindest. Ich lasse es erstmal so, wie es ist und baue da nochmal weiter. Und wir, liebe Freunde, sehen uns wieder in der nächsten Folge hier bei Minecraft und werden dann uns nochmal überlegen, wie wir diese Küche hier vor allem auch einräumen werden. Weil, das ist meine größte Sorge, mir fehlt das komplette Inventar. Da habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken drüber gemacht, wie das so vonstatten gehen soll. Wie hättest du übrigens im Übrigen auch die Küche gebaut? Hättest du die Küche anders gebaut?
nur Scheiben oder doch irgendwo Wände nochmal rein? Schreib es mal ins Kommentar. Ich brauche da nämlich so ein bisschen Hilfe. Wie ich das so bauen sollte. Beleuchtung müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Auf jeden Fall. Weil nur die Fackeln ist langweilig. Siehst du, du blödes Skelett, jetzt musst du draußen bleiben. Ne. Genau, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.